Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ich bin auf der Suche nach irgendwelchen Infos, dass ich mich aus der Sache rauswinden kann. Anscheinend wird das mir gerade in die Schuhe geschoben. Und das will ich ganz und gar nicht. Und ich habe ein paar Infos rausgefunden. Erstmal habe ich oben an der Scheune die alte Maxwell-Bude gefunden. Hier war das. Dann bin ich hier runtergefahren. Dabei habe ich ein Stück von einer Karte gefunden oder so. Aber die ist mir erstmal egal. Dann bin ich hier runtergefahren. Bin hier zu der BGA gekommen. An der BGA habe ich irgendwelche Coalmans kennengelernt. Keine Ahnung. Und die haben gesagt, am Bahnsilo Ost hätte der alte Maxwell immer seinen Schnaps versteckt. Und da fahren wir jetzt, sind wir jetzt gerade angekommen. Und schauen mal, was hier abgeht. Hallo? Guten Tag. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du Arschloch, was machst du hier? Moment mal, wer sind Sie denn überall? Hey, komm mir nicht jetzt auf die Schiene. Du hast mich in die Scheiße geritten, du Spanferkel! Was ist denn bei dir nicht in Ordnung? Was ist bei mir nicht in Ordnung? Was ist bei dir nicht in Ordnung? Du hast mir diesen Zettel in meine scheiß BGA reingeschmuggelt. Ganz Schwatzigen glaubt, dass ich das jetzt war. Was ist denn für ein Zettel? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden, Junge. Ich suche einen Corbin Maxwell. Ja, das bin ich. So siehst du auch aus. Außer deine Nase, die ist ein bisschen anders. Aber ansonsten passt das ganz genau auf deine... Auf da, wie ich dich kennengelernt habe. Hast du einen schwarzen Mini oder sowas? Käfer, irgendwie sowas? Ich habe hier, guck mal, mein schöner 1300er Fiat. Das ist ein Schätzchen. Das hat meine Gerda, Gott hab sie selig, steht immer gut. Die hat da immer mit mir dran geschraubt. Und was ist denn, wenn die Frage gestattet ist, was ist denn ein Mini? Das, was du in der Hose hast. Du sagst mir jetzt, warum du das gemacht hast? Aber was habe ich denn gemacht? Du hast meine Villa durchwühlt, du hast meine BGA durchwühlt und in der BGA bei der Durchwühlung hast du einen gefakten Zettel hingelassen, dass ich das war, dass ich das Mischfutter vergiftet habe und den ganzen Scheiß. Also, Junge, meine, ich muss immer ganz ehrlich was sagen. Ich habe das Land hier noch nie verlassen. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie überhaupt reden. Du siehst echt ein bisschen anders aus als er. Es tut mir leid, ich bin jetzt geschuldet. Wollen Sie mich etwa ausrauben? Nein, ich will ihn nicht ausrauben. Wenn, hau ich dir eine rein. Hör mal. In der Stadt, wo ich herkomme, ich komme aus Schwatzingen. Habe ich noch nie gehört. Dort gibt es einen Mann, der nennt sich Corbin Maxwell. So heißt doch ich. Kennst du einen Rolf Bayer? Nee. Wer ist denn das? Rolf Bayer ist unser Polizist. Er hat auch erzählt, dass er mit dir zusammen irgendwie zusammengearbeitet hätte oder sowas. Ach, warte mal. Weißt du den kleinen Rolfi? Weißt du, den kleinen Rolfi-Golfi? Ja, Rolfi-Golfi, ja. Den kenne ich noch von früher. Ja, das war ein guter kleiner Schnüppel. Das war mal ein guter Kandidat. Den habe ich früher ausgebildet. Weißt du, mein Junge, also das war so. Wenn ich dir das mal erzählen darf, kannst du schon gerne setzen. Also früher, wo ich entnehmen musste. Was ist mit Rolf? Ich dachte, du erzählst mir jetzt hier eine Geschichte. Warum soll ich dir Ihnen eine Geschichte erzählen? Ja, hast du doch gerade gesagt. Nee. Okay, ich glaube dir, dass du es nicht bist. Pass auf. In Schwatzingen gibt es jemanden, der nennt sich Corbin Maxwell. Dieser Corbin Maxwell baut Scheiße. Er hat mich in Scheiße reingeritten. Jetzt habe ich meinen Cousin Günther Kologe angerufen, der hat mich zu den Rednecks gebracht. Die Rednecks haben mir erzählt, dass sie dich kennen und haben mich dann halt zu deinen, oben da in dem Wald zu deiner Scheune gebracht.
Dort habe ich übrigens ein Stück von der Karte gefunden. Wie von der Karte? Ja, so ein Stück von der Karte mit irgendwelchen Kreuzen drauf. Was ist denn? Oh, eine Schatzkarte. Ich hoffe es. Warte mal, zeig mir die mal. Ja, hier, bitteschön. Zeig mal her. Oh. Die. Also. Aber warte mal. Hast du vielleicht einen Bruder oder einen Zwillingsbruder oder einen Cousin oder. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ich bin Einzelkind in der Arschenswürden. Okay. Aber warte mal, wenn ich mir die Karte hier so angucke. Ah, jetzt. Aber der fehlt da noch ein Stück. Ja, da fehlt noch ein Stück. Habe ich auch wohl gesehen. Ist abgerissen, ja. Aber warte mal, ich habe sowas früher gemacht. Ich früher zu Kriegszeiten. Wo wir, da hatten wir ja nicht, ne? Da hatten wir ja nur Becher und, naja, und Waffen und so. Aber die haben die gerade ausgeschossen. Aber wir haben da auch, also pass auf. Siehst doch dieses kleine Kreuz. Einen Moment, ich mach. Lass mich mal eben hier mit reingucken, bitte. Ja, guck mal, komm mal her. Warte. Siehst dieses kleine Kreuz dort? Bei den Feldern oder was? Oder ganz unten? Nee, bei den Feldern. Alles klar, das kleine ergibt Sinn, ja. Genau. Und wenn du da guckst, da muss irgendwo noch ein anderes kleines sein. Und wenn ihr, pass auf, das musst du dir wie ein Pfeil vorstellen, wenn ihr die zwei kleinen Kreuze verbindet und die Enden dann auf das große Kreuz zieht, da ist bestimmt ein Schatz. Wenn du mich verarschst und das ist kein Schatz. Ich will gar keinen Schatz. Ich muss das mit Schwatzigen klären, Alter. Aber es tut mir leid, ich kann dir da echt nicht weiterhelfen. Aber ein Rolf Bayer sagt dir etwas. Ja, Rolfi Golfi kenne ich noch. Rolfi Golfi. Okay, ja. Dankeschön. Miguel. Wer fährt schnell? Lev Hansen. Also Pansen habe ich schon mal probiert, ja. Du ziehst nicht mal eine Mähne bei den Namen, okay. Ich glaub dir das erstmal. Wenn ich aber herausfinde, dass du doch der bist, der mich verarscht hat, komme ich wieder. Naja, alles gut. Ja, hörst mal, wenn du zu dem kleinen Punkt fährst, ne? Also schreite dir, wir haben ja solche Polizisten, die sind ein bisschen sackgängig. War am besten jetzt, guck mal, bitte, ich zeig dir das mal. Fährst du am besten hier hinten, wenn er rau ist, weil hier vorne machen die immer Kaffeepause. Fährst du dann am besten hier vorne raus, dann fährst du den nächsten Feldweg rechts, da immer geradeaus und dann kommst du an so eine BGA, weißt du, da musst du dann langfahren. Ja. Und dann kannst du, da geht's so, Menschenskinder, so ein bisschen durch den Wald, weißt du? Also du fährst die BGA dann runter und dann, wenn du, da gibt's da eine Kreuzung, da fährst du dann links bei der BGA. Und da geht's dann übers Wasser und da kommst du dort wunderbar hin. Was? Pass auf, nochmal. Ja. Du fährst jetzt hier geradeaus. Ja. Dann fährst du den nächsten Feldweg rechts rein. Ja. Den fährst du bis zur BGA. Ah, ja. Dann fährst du durch die BGA nach unten. Ja. Und dann fährst du die nächste Straße dann links rein. Ja. Und die geht dann gerade so Richtung, was ist denn das, Richtung Osten, da stand mal eine Mauer. Da fährst du dann dort lang. Und ja. Dann kommst du auf jeden Fall über so einen kleinen Deich und dann kommst du gleich dorthin zu dem kleinen Kreuz. Ja. Wo ist der erste? Zu dem Kreuz, wo soll ich hin, ja. Genau. Okay. Ich denke, da wirst du gut was finden. Ich probier's. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Und ruf Rolf mal an. Nein, aber sag nicht, dass du mich gesehen hast. Ja, alles gut. Ich muss sowieso erstmal kacken gehen. Was hat er gesagt? Was? Ich muss mal kacken. Okay. Oh, nee. Bis dann, tschüss. Wiedersehen. Ach du Scheiße. Da kackt er da im Busch. Jetzt habe ich zum Kreuz fahren, okay. Wenn
Weg da, du Schlumpf! Muss ich eigentlich den Feldweg, hat er doch gemeint, weil sonst muss ich ja komplett außen rum fahren. Oh. Da komme ich an den Fluss, an den See oder so, hat er doch gesagt. Wo bin ich denn jetzt? Also die, hier ist ein Bauernhof. Scheiße. Okay. So. Hier. So, und jetzt nur noch geradeaus. Dann muss ich gleich, glaube ich, links. Ja, genau, da an der Kreuzung da rein. So. Blöde Rednecks. So. Jetzt muss ich hier lang. So. Wenn ich jetzt die Straße folge, ist doch scheiße. Muss wieder umdrehen. Ich dachte, ich könnte da lang fahren. Das heißt, ich muss durch den Wald fahren. Okay. Ich würde mal vorher irgendwas mit den Rednecks noch klären. Nee, scheiß auf die Rednecks. Krieg ich nur noch wieder Ärger und Palaver. Ich muss meine Unschuld reinwaschen. Und dann, wenn ich zurück nach Schwatzingen bin, brenne ich wirklich den Lanternen nieder. Und alles Mögliche mit. Der kleine Pisser, Alter. Das Miguel. Dass die das alle geglaubt haben. Der Bayer. Und Gustav auch. Gustav hat auch gesagt, dass ich das... Gustav. Ich werde die alle auseinanderpflücken, sobald ich meine Unschuld reingewaschen habe. Dass die mir nicht vertraut haben, die Arschlöcher. So, hier ist das Kreuz. Genau hier. Hat er nicht irgendwas gesagt, was aussieht wie ein Pfeil oder so? Ist doch der Pfeil hier. Ja. Ist genau hier. Hier im Busch. Wenn ich die Karte vergleiche. Hier und hier soll irgendwas aussehen wie ein Pfeil. Oder meint ihr vielleicht die Hütte? Was soll ich denn jetzt hier finden?
Was ist das? Ordnung der Bäume vielleicht. Ja. Bäume, das sieht ja aus wie ein Pfeil, oder? Dass sie die vielleicht die Richtung meinen. Na gut, wenn ich auf die Bäume gucke, könnte es auch die Richtung sein. Ja, wenn ich aber zwei Kreuze zu einem Pfeil mache. Ich habe ja nur ein Kreuz hier. Ich habe hier ein Kreuz. Ja gut, wir wissen, dass hier ein Kreuz ist. Aber wie soll ich die denn zu einem Kreuz machen? Und die geben die Richtung an. Mir fehlt ein Stück der Karte. Ich brauche das andere Stück der Karte. Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch ein Kreuz. Weil, wie soll ich die denn verbinden zum Kreuz? Nur geguckt, ob vielleicht unterm Autokreuz das ist. Nicht, dass ich genau drauf geparkt habe. Ich glaube, dass es hier irgendwas mit der Hütte auf sich hat. Hier im Busch, da! Freispruch. BGA muss brennen. Auftrag Miguel. Eheurkunde. Fritzl muss verschwinden. Tierstelle. Fritzl überprüfen lassen. Deswegen kamen die zu mir. Deswegen kamen die zu mir am Stall. Dieses Schwein. Deutschstatue muss verschwinden. Was? Jetzt raste ich aus. Jetzt raste ich aus. Freispruch. Oh, jetzt gibt's aber Palaver. Wenn meine Deutschstatue verschwindet, dann hagelt es. Ich komme zurück nach Schwatzingen. Und jetzt brennt die ganze Bude! Der Landhandel wird brennen. Gustav wird brennen. Bayer wird brennen. Alle, die mich nicht geglaubt haben, werden brennen! Entschuldigung! Jetzt gibt's richtig Stress.
Ich werde kommen. Und jetzt, wenn die Deutschstatue verschwindet, ne? Da gibt es richtig Palaver. Verlasse ich denn jetzt hier die Stadt, Alter? Hallo, hallo. Hat er mich gerufen? Hallo. Ja? Kann ich bei Ihnen was zu trinken kaufen? Nein. Warum nicht? Willst du was zu trinken kaufen oder was? Ja, Sie haben doch da so einen Getränkeverkaufswagen. Ja, Moment. Alter. Hier, eine Dose Monster. Die erste ist immer gratis. Bitteschön. Super, danke schön. Haben wir davon auch noch mehr? Ja, sicher. Aber es ist nur eine gratis. Die erste ist immer umsonst zum Anfixen. Ne? Und danach musst du aber zahlen. Okay. Haben Sie auch noch andere Sorten außer dieses grüne Zeug hier? Ja, ich habe noch anderes. Ich habe auch noch Punch. Das hört sich gut an. Ja, okay. Na gut. So. Ja. Oh ja, danke schön. Die ist auch noch umsonst, aber danach wird bezahlt. Ja, okay. Kommen Sie öfter hierher? Nee, bin nur auf der Durchreise hier. Wir werden mich auch hier nie wiedersehen. Wer sind Sie denn? Na, mein Name ist Fritz und Friesi, hallo. Hallo. Ich bin Walter. Walter Pinkman. Moin, Walter. Mir gehört die Werkstatt da hinten. Also, wenn die Auto mal kaputt ist, kann ich es gern reparieren. Ja, sehr gerne. Okay, was machen Sie denn hier? Ich habe was gesucht, habe was gefunden und jetzt werde ich meine Stadt niederbrennen. Was ist denn Ihre Stadt? Schwarzingen. Hallo, Walter. Ich grüße dich. Hallo, Thomas. Sag mal, wann bist du wieder in deiner Werkstatt? Ich hätte da vielleicht einen klitzekleinen Auftrag für dich. Naja, später, der nette Mann hier wollte mir gerade erzählen, wie er seine Stadt niederbrennen will. Ach so. Hä? Okay, wer sind Sie denn? Miguel Manus heiße ich. Und ich habe jetzt vor, die ganze Stadt Schwarzingen niederzubrennen. Ja, Moment mal. Miguel Manus habe ich da vorne schon... Also da hinten auf der Landstraße schon gesehen. Das wurde, wen? Der wurde irgendwie von dem Maxwell wurde der irgendwie angehalten. Und wie hieß der? Wen haben Sie? Den Namen, den Sie gerade gesagt haben hier. Irgendwie Miguel Manus oder so. Wo haben Sie den gesehen? Wenn Sie hier die Straße... Die haben die Straße da hinten gerade blockiert. Wenn Sie hier die Straße immer weiterfahren. Das wäre die einzige Hauptstraße hier im Dorf. Aber wie ist denn das jetzt nochmal mit Stadt abbrennen? Ich bin Polizist, das würde mich interessieren. Ach so, Schwarzingen ist eine kleine Papierstadt. Aus Modellpapier gebastelt, mit viel Leim und Zeitungen. Und ja, die wollte ich ganz gerne niederbrennen. Ah, okay. Herr Thomas? Ja? Mir hat er gesagt, da ist Britzel Brisi. Ja gut, ich muss dann mal los, ne? Ja, tschüss! Tschüss! So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!